Ja, wir sind hier in einem Ortsteil der Gemeinde Hauneck im Bodis, in der Nähe von Bad Hersfeld. Dort ereignet sich heute Abend Folgendes. Gegen 17:28 Uhr wurden wir angerufen von einer Ehefrau, dass ihr Mann zu Hause betrunken wäre und würde randalieren. Daraufhin sind zwei Funkstreifen entsandt worden hier nach Bodis. Und die Beamten sind ausgestiegen, eine männliche Person, es handelt sich um den 46-jährigen Ehemann, ist nach draußen gelaufen und hat in der Hand eine Faustfeuerwaffe, wie sich herausstellte, ein Colt, und hat sofort dann geschossen, mehrfach geschossen. Die Beamten haben ihn dann aufgefordert, die Faustfeuerwaffe niederzulegen. In der anderen Hand hatte er noch ein ca. 20 cm langes Messer, ein sogenanntes Rambo-Messer. Das hat er nicht getan. Daraufhin haben die Beamten dann, der Mann wurde erst versorgt von der Polizei und anschließend von dem Notarzt und in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht. Zurzeit laufen hier noch an der Einsatzstelle die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft in Fulda und die Kriminalpolizei führen derzeit die Ermittlungen.